Schauen wir uns kurz das Menü in der Seitenleiste an. Ihr seht, hier gibt es einen Eintrag Fotos mit einem kleinen Pfeil. Den kann ich zuklappen und wieder aufklappen. Dort drin enthalten ist eine Mediathek, in der jetzt derzeit noch überhaupt kein Foto ist. Sogenannte Rückblicke, Personen, Orte, die letzten Fotos, die wir bearbeitet haben und die sogenannten Importe. Und darunter gibt es eine weitere Einteilung mit Alben. Da gibt es geteilte Alben und meine Alben und eine weitere Rubrik mit Projekten. Zu all diesen Menüpunkten kommen wir noch. Zunächst einmal wollen wir jetzt in unsere Mediathek, und das ist eigentlich die Fotos Library, in der wir alle unsere Fotos verwalten. Dort wollen wir jetzt erstmal Fotos importieren. Das können wir auf verschiedenen Wegen machen. Wir wählen mal den Menüpunkt Ablage, importieren, und nun geht ein Fenster auf, in dem ich gefragt werde, welchen Ordner möchtest du importieren? Wir klicken mal hier auf unseren Bilderordner und sagen einfach mal an oberster Stelle für Import überprüfen. Klicken hier drauf und nun durchsucht uns tatsächlich Fotos App sämtliche Dateien in den Ordnern, die in diesem Bilderordner waren. Dabei geht es durch alle Verzeichnisse, die wir angelegt haben, und zeigt uns die Inhalte an, die als Foto in Frage kommen. Wir können nun hier auf alle neuen Fotos importieren klicken, dann würden alle Fotos auch importiert werden. Aber wir sehen ja, teilweise haben wir hier eben auch doppelte Fotos. Also es macht durchaus Sinn, hier eine Selektion vorzunehmen von den Fotos, die wir haben wollen. Dazu wählen wir die Fotos an, die wir importieren wollen. Sobald wir hier draufklicken, erhalten die so ein Häkchen und werden für den Import vorbereitet. Und jetzt suchen wir uns erstmal alle Bilder aus, die mit in die Fotosbibliothek aufgenommen werden sollen. Und wir müssen nicht alle am Anfang nehmen, später können wir noch weitere dazu wählen. Aber erstmal haben wir hier eine Selektion vorgenommen von den Bildern, die wir haben wollen. Wenn ich jetzt hier oben auf diesen Knopf drücke, dann werden 15 Bilder, nämlich die Auswahl, importiert. Ich kann jederzeit hier auch wieder draufklicken und das Häkchen wegmachen oder wieder einschalten. Und ich kann auch sagen, behalte die Ordnerorganisation bei, die wir angelegt haben in unserem Bilderordner. Darauf verzichten wir allerdings, weil wir jetzt das hier anders organisieren wollen. Wenn wir soweit sind, klicken wir hier auf Auswahl importieren. Was man nun wissen muss, ist, dass aus den Bilderverzeichnissen, und wir gehen hier nochmal auf den Finder, hier waren ja überall unsere einzelnen Verzeichnisse, zum Beispiel der Ordner Urlaubsfotos, dann 2020, in dem die Bilder lagen. Diese Bilder wurden nun alle in die Photos Library kopiert, also in diese Datei. Hier liegt jetzt eine Kopie vor. Das heißt, wir können diese Ordner getrost löschen, wenn wir die Fotos nicht doppelt haben wollen. Sie befinden sich nun alle hier in dieser einzigen Datei drin. Und das machen wir mal. Wir löschen diese Fotos, die wir nicht mehr haben wollen. Einmal kam das hier aus den kleinen Fotos, aus den Grafiken, aus den Urlaubsfotos. Die Übungsfotos löschen wir und auch den Ordner Anleitungen. Den wollen wir hier nicht haben. Wir konzentrieren uns hier darauf, dass hier wirklich nur Bilder in dem Ordner sind und keine Unterordner mehr. Alle die Ordner schieben wir hier unten mit dem Mausklick in den Papierkorb. Wir sehen, wir haben im Bilderordner nur noch tatsächlich diese einzelne Datei. Und das verschafft uns wesentlich mehr Überblick. Und die Bilder, die wir dort auf der Festplatte hatten, befinden sich ja nun in dieser einen Datei und werden hier dargestellt. Wir sehen, importiert haben wir das Ganze am 7. Februar um 14.26 Uhr und 15 Objekte sind hier importiert worden.